Ja, hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend bei euch sein kann. Und nicht nur ich leibhaftig hier bei euch, sondern in diesem Augenblick eben auch virtuell bei ein paar anderen Menschen in den sozialen Netzwerken, die jetzt gerade den Livestream schauen oder sich später das Predigtvideo nochmal nachschauen. Und wenn man sich das mal so überlegt, ja, dann ist das so ungefähr so ein Gefühl, wie wenn man sich vorstellt, dass wenn man in das Gebet eintritt, man plötzlich einer von den himmlischen Heerscharen ist. Ne? Du sitzt irgendwo in deinem kleinen Kämmerlein und du klingst dich mit deinem Gebet ein in das Gebet der Engel und der himmlischen Wesen überall, die du auch nicht sehen kannst, wo du auch nicht weißt, wer da alles zuguckt und wer alle diesen deinen Gebets-Livestream da mitverfolgt. So ähnlich ist das jetzt auch. Ja, ich bin ja als Eventpastor so eine Art reisende Hirte der Herzen und als solcher bin ich eben ganz viel in den Weidegründen des World Wide Web unterwegs. Und mein alter Freund Jesus Christus hat mal gesagt, wenn man etwas Cooles erlebt hat, so wie wir das heute Abend hier erleben, dann verbirgt man das doch nicht. Damit niemand sonst auch irgendwie davon ermutigt werden könnte und damit keiner es irgendwie liken kann. Sondern dann postet man es auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, Snapchat und sonst wo, damit jeder es sehen kann und die ganze Welt sich freut und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. In der Bibel heißt es ungefähr so, man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer so, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten, dann werden sie euren guten Tag gesehen und euren Vater im Himmel preisen. Eine zentrale Stelle über Social Media für mich in der Bibel. Und ein anderes Mal, als Jesus mit jemandem zu tun hatte, der ihn gerne kennenlernen wollte, da wusste er schon, bevor er ihn getroffen hatte, dass der ein aufrichtiger Typ war. Und als Nathanael, so hieß der, als Nathanael fragte, woher Jesus das denn wissen wollte, da sagte mein Freund Jesus, Nathanael, ich habe deinen Post gesehen, als du ein Selfie unter dem Feigenbaum gemacht hast. Und wenn du das mal nachlesen willst, ja, das steht in etwas antikerer Form in Johannes 1, 45 bis 50. Da steht diese Geschichte aufgeschrieben. Ja, heute geht es also um Social Media und ihr habt es ja irgendwie schon mitbekommen, dass ich das ganz gut finde, obwohl ich schon fast 60 Jahre alt bin. Und das hat auch was zu bedeuten, denn als die Nettie mich angefragt hat, da hat sie dann gefragt gleich, ob ich denn vielleicht auch was Nettes über Social Media sagen könnte. Und das ist ja irgendwie symptomatisch, gell? So, woher kommt das eigentlich immer, dass man dieses Gefühl hat, die älteren Leute, die schimpfen meistens über Social Media, halten immer die Gefahren hoch und die jüngeren Leute, die finden es einfach nur gut. Ne? Und das ist relativ einfach, woher das kommt. Die ganze Sache mit dem Internet, die gibt es ja erst seit circa 50 Jahren. Das ganze Ding begann im Jahr 1971, als irgend so ein paar Techniker die ersten E-Mails der Welt versandt haben. Das kennen die Älteren noch, die Jüngeren wissen vielleicht schon gar nicht mehr, was E-Mails sind. Das sind so Briefe in elektronischer Form. 1989 dann wurden einige wissenschaftliche Texte miteinander vernetzt mittels eines Hypertextsystems. Und damit wurde schließlich der Grundstein für das heutige World Wide Web gelegt, das heutige gängige Internet war, eingeführt. 1996 kamen mit ICQ und 2002 mit MySpace die ersten sozialen Netzwerke auf. Und Facebook und YouTube, die heute alles andere zu dominieren scheinen und für die meisten Menschen der Inbegriff von Social Media sind, die starteten erst 2004. Ist noch gar nicht so lange her. Naja, also so ungefähr um die Zeit herum, als die meisten von euch geboren worden sind. Das heißt, ihr seid mit Social Media aufgewachsen, eure Eltern, die ja teilweise auch hier sind, nicht. Das heißt, eure Eltern verstehen Social Media daher ganz oft nicht und es macht ihnen Angst. Und weil sie nicht wollen, dass den Jugendlichen Schaden passiert, deswegen warnen sie ständig davor.
Ältere Menschen kennen eine Welt vor Facebook und eine Welt nach Facebook. Ihr kennt nur eine Welt mit Facebook. Und daher kommen die ganzen Auseinandersetzungen und der Stress bei dem Thema. Aber Social Media ist einfach nur eine moderne Form der Kommunikation. Es geht darum, sich zu vernetzen und sich miteinander auszutauschen in einem umfassenderen Maße, als das noch vor ein paar Jahrzehnten möglich war. Aber so ganz neu ist die Idee, die dahinter steckt, überhaupt nicht. Das haben schon vor 2000 Jahren die frühen Christen genutzt. Die frühen Christen haben die Synagogen und die Marktplätze genutzt, um Informationen weiterzugeben an viele Menschen, die sie gar nicht alle kannten. Das waren die Social Media ihrer Zeit. Und das schnelle Internet damals, das waren die befestigten Straßen, die die Römer durch die ganze Welt gebaut hatten, um schneller von einem Ort zum anderen zu kommen. Und die Gegner des Christentums, die haben schon damals immer wieder erstaunt geschrieben, dass es doch eigentlich unglaublich sei, wie diese christliche Irrlehre innerhalb weniger Jahre von einem unbedeutenden kleinen Ort in der Provinz Palästina aus die ganze Welt in Brand gesetzt hat. Ein paar Jahrhunderte später, zur Zeit der Reformation, war eine neue Erfindung am Start, der Buchdruck. Ja, das war eine Revolution im Verbreiten von Nachrichten. Dass man Geschriebenes drucken und verbreiten konnte, das war das Social Media des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Neuzeit. Menschen wurden zum Beispiel von Martin Luthers Gedanken infiziert, die ihn nie persönlich getroffen hatten. Und da gibt es so eine schöne Szene in einem Luther-Film, die Verantwortung deutlich macht, die man für das trägt, was man postet. Da kommen so einige entflohene Nonnen in Wittenberg an und fragen Luther, was sie denn jetzt machen sollen. Und der sagt so ein bisschen unwirr, was weiß ich ja, was geht mich das an? Und dann stellen die ihn in den Senkel und sagen zu ihm, hör mal, du kannst nicht einfach irgendwelche Gedanken über Freiheit in die Welt posten und wenn wir und andere die dann befolgen und dann willst du einfach nichts damit zu tun haben, das geht nicht. Du musst dich um uns kümmern und du bist für die Auswirkungen deiner Gedanken verantwortlich. Und jetzt kommt praktisch, wieder ein paar hundert Jahre später, mit Social Media, so wie wir es kennen, in der Form von Facebook und Co., einfach nur der nächste Quantensprung in der sozialen Interaktion von Menschen. Und alle Entwicklungen in der sozialen Interaktion waren natürlich auch immer mit Gefahren und Missbrauch verbunden. Ja, es gibt tatsächlich Gefahren im Bereich Social Media, Gefahren, die nicht zu unterschätzen sind, die ihr aber wahrscheinlich alle schon kennt. Ja, da brauche ich auch nicht mehr so viele Worte drüber zu verlieren. Das Thema des heutigen Abends, ich weiß, was du auf der letzten Party getan hast, spielt darauf ja auch schon an. Wenn einem irgendetwas Peinliches im Leben passiert, findet sich nämlich immer ein netter Nachbar, der das fotografiert hat und hochgeladen hat. Wenn du es nicht selber schon irgendwie hochgeladen hast. Ja. Das heißt, wenn du etwas postest, dann musst du dir eigentlich immer die Frage stellen, kann das jeder sehen? Ist das okay, dass das jeder sieht? Und ist das auch noch in 10 Jahren okay? Denn das Netz vergisst nichts. Einmal hochgeladen, ist es immer irgendwo zu finden. Und mit dem Klick, ja, ich habe die AGBs gelesen, was sowieso niemand tut, ja. Aber man klickt eben drauf, weil man sonst nicht installieren kann, aber mit diesem Klick, ich habe die AGBs gelesen und der Installation von zum Beispiel WhatsApp, hast du WhatsApp das Recht gegeben, alle deine Fotos zu speichern und zu verwenden und zu verkaufen. Zwar wird nicht jeder von uns so interessante Fotos machen, dass sie plötzlich in einem Reisekatalog auftauchen, aber es kann passieren. Und wenn es passiert, dann ist es auch rechtlich völlig in Ordnung, weil du hast ja dem zugestimmt, indem du geklickt hast, ja, ich habe die AGBs gelesen, obwohl du es nicht getan hast. Und ich hatte da mal so ein nettes Erlebnis mit einer meiner Schülerinnen. Ich schaue abends, bevor ich ins Bett gehe, gerne immer nochmal in den sozialen Medien vorbei und gucke, ob es auch irgendwie allen gut geht.
Und da lese ich so in eine Statusänderung und die geht dann so, oh Mann, dieser blöde Junge ist so gemein, ja, der hat mich voll fertig gemacht, ich bin total down. Ja. Ich schreibe sie sofort an, zeige mein Mitgefühl und frage, ob ich irgendwas für sie tun kann und bekomme die Antwort, Herr Wiese, das geht niemandem etwas an. Liebe Sandy, habe ich ihr geantwortet, du hast das als deinen Status veröffentlicht und das hat die ganze Welt sehen können. Oh mein Gott, Herr Wiese, wie peinlich, wie kann ich das jetzt löschen? Ja, was hat darüber? Ja, es gibt Cybermobbing, es gibt Fake-Accounts, es gibt dumme Fake-News, es gibt bösartige Fake-News. Chatte ich zum Beispiel gerade wirklich mit einem netten Mädchen oder sind es nur ein paar dumme Jungs, die sich als Mädchen ausgeben und sich über mich kaputt lachen? Verabrede ich mich mit einem harmlosen Teenager oder ist es ein Pädophiler auf der Suche nach seinem nächsten Opfer? Und bei den Wikis, ne? Wikis, das ist hawaiianisch für schnell, bei den Wikis, da geht es darum, eine kollektive Intelligenz anzuzapfen und Wissen gemeinschaftlich zu sammeln und in für die Zielgruppe verständlicher Form zu dokumentieren. Das bekannteste Wiki ist natürlich die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Aber auch bei diesen Wikis muss man sich immer fragen, zum Beispiel, ist die Umweltkatastrophe, von der ich in Wikipedia lese, wirklich so harmlos gewesen? Oder verändern von der Ölfirma bezahlte Aktivisten ständig den von Greenpeace eingestellten Artikel über die Katastrophe? Was tatsächlich so ist, das läuft schon seit Jahren. Ja? Greenpeace hat diesen Artikel eingestellt und hat erklärt, wie schlimm das war. Ja? Und von den Ölfirmen gibt es Aktivisten, die immer wieder das verändern, sagen, ist gar nicht so schlimm. Ja? Und dann kommt Greenpeace wieder und sagt, das war doch so schlimm. Und dann sagen wir, nee, war gar nicht so schlimm. Ja. Und je nachdem, zu welcher Tageszeit du diesen Artikel gerade liest, ja, kriegst du einen Eindruck davon. Ich meine, bei Auskunftsportalen wie Wer weiß was oder Gute Frage nett oder Bewertungsportalen wie Yelp, Idealo, Ciao oder so, da weiß ich wenigstens von vornherein, dass es um persönliche Meinungen geht. Was ich sagen will, ist, man darf eben nicht einfach blind durch den Mediendschungel stolpern und alles ungefiltert aufnehmen, was mir da begegnet und für bare Münze nehmen. Sondern ich muss mich mit den Informationen, die ich in den Social Media bekomme, auseinandersetzen. Ich muss eine Medienkompetenz erwerben. Das heißt, die Fähigkeit, eine kritische Distanz einzunehmen und Informationen mehrerer Quellen zusammenzutragen. Das ist übrigens auch wieder ein uraltes biblisches Prinzip. Man soll Dinge nur glauben, wenn sie von zwei oder drei unterschiedlichen Zeugen bestätigt werden, heißt es im Alten Testament. Man soll also nicht einfach irgendetwas hinnehmen, sondern man soll alles prüfen, sagt dann das Neue Testament, um dann das Gute zu behalten. Und das gilt auch im Bereich Social Media. Die Wahrheit ist nämlich für uns Menschen immer ein Mosaikbild. Eine absolute Wahrheit, die kann gar kein einzelnes menschliches Gehirn wahrnehmen und formulieren. Und diese Begrenzung, die müssen wir einfach immer wieder neu in unserem Leben anerkennen. Es gibt kein YouTube-Video, es gibt keinen Post, keinen Wikipedia-Artikel oder so, der die absolute Wahrheit wirklich darstellen könnte. Und das versuche ich halt auch immer Jugendlichen beizubringen, die ihre Meinungsbildung ja oft genug aus nur eben einer einzigen Quelle speisen, ja, in diesen ganzen Portalen, wie zum Beispiel YouTube, Instagram, Pinterest, Picasa, Flickr, MyVideo, Last.fm, was weiß ich. Ja. Und leider guckt man, ist man ja versucht, nur die Videos mit den meisten Klicks zu gucken. Das sind aber meistens Katzen- oder Schminkvideos. Da ist nicht so viel mit der Wahrheit drin. Leider gucken die halt nur die Videos mit den meisten Klicks, anstatt sich auch mal ernsthafte Videos anzugucken, wie zum Beispiel die Videos in meinem YouTube-Kanal. Ja, genau. Ihr könnt den Like dann einmal googeln. So, und irgendwann bin ich tatsächlich dann doch auch einem Internetbetrüger aufgesessen und der hat mich dann auch glatt um 5000 Euro betrogen. Aber in diesem ganzen Betrug habe ich wiederum die positiven Aspekte von Social Media erlebt. Und deswegen habe ich darüber in meinem Buch Das Reich Gottes ist wie ein Tiefseeanglerfisch auch gleich ein Gleichnis dazu geschrieben.
Und das geht so. Mit was wollen wir das Reich Gottes heute vergleichen? Das Reich Gottes ist die Art und Weise, wie Gott mit den Menschen umgeht. Das passiert da, wo wir leben. Es ist mitten unter uns und will von dir entdeckt werden. Wenn du wissen willst, wie es ist, dann denk doch zum Beispiel mal an eine Gemeinschaft von Menschen in irgendeinem der modernen sozialen Netzwerke, die in einer bestimmten Herausforderung zu Freunden werden. Einer von ihnen war einem raffinierten Internetbetrüger auf den Leim gegangen. Der hatte ihn um so viel Geld betrogen, dass er weder Miete noch Essen und Trinken für seine Familie mehr bezahlen konnte. Es drohte die private Insolvenz. Doch noch bevor die Bank das Geld von seinem Konto abbuchte, begegneten viele Menschen, die von seiner Not gehört hatten, diese Herausforderung und wurden zu einer Gemeinschaft von Freunden. Diese Freunde in der Not legten innerhalb einer einzigen Woche so viel Geld zusammen, dass die Familie nach dem Betrug finanziell besser dastand als vor dem Betrug. Tatsächlich geschehen. Eine andere von ihnen geriet eines Nachts in eine depressive Phase und postete eine entsprechende Statusmeldung. Sofort meldeten sich einige Leute aus ihrem Netzwerk und begannen sich ausgiebig mit ihr zu unterhalten. Merkwürdig war nur, dass einer der Freunde sich scheinbar recht schnell aus dem Chat zurückgezogen hatte. Plötzlich postete sie, dass es an ihrer Haustür klingelte und sie den Chat mal kurz unterbrechen müsse, um die Tür zu öffnen. Als das etwas länger dauerte, begannen die Freunde im Chat schon unruhig zu werden und fragten sich, ob irgendetwas geschehen sei, denn es war mittlerweile schon 2 Uhr nachts. Aber nach 10 Minuten hörten sie dann die überglückliche und total überraschte Nachricht, dass derjenige, der den Chat schon so früh verlassen hatte, zusammen mit einer anderen Freundin, einer Pralinenschachtel und einer Flasche Wein vor der Tür gestanden hatte. Ebenfalls tatsächlich passiert. Wieder ein anderer sollte zwangsgeräumt werden und wusste nicht, wie er seinen ganzen Haushalt aus der Wohnung bekommen sollte. Innerhalb einer einzigen Stunde sammelten sich 33 Helfer vor seiner Haustür, die von seiner Situation auf Facebook gelesen hatten. Einer hatte einen Lieferwagen mitgebracht, ein anderer stellte seine Garage zur Verfügung und bei einem dritten konnte er übergangsweise wohnen. So konnte der Zwangsräumung ein geordneter Auszug zuvorkommen. Auch wenn die einzelnen Knotenpunkte im Netzwerk nicht jeden Tag etwas miteinander zu tun haben, so tragen sie in den akuten Situationen doch dazu bei, dass das Netz einen Fallenden sicher auffangen kann. So ist das Reich Gottes auch. Und es ist noch ganz anders, aber davon erzähle ich euch ein anderes Mal. Ja, so war das. Das war die Geschichte aus meinem Buch. Und das gibt es eben auch im Bereich Social Media. Und weil ich das erlebt habe, persönlich immer wieder, geht für mich persönlich eben innerlich der Themasatz des heutigen Abends: Ich weiß, was du auf der letzten Party getan hast. Eigentlich so weiter. Ich weiß, was du auf der letzten Party getan hast und ich fand es total beeindruckend. Und es hat mich total ermutigt. Danke, dass du es geteilt hast. So. Denn in einer Welt, in der immer mehr Menschen vereinsamen, wenn ihr übrigens euch fragt, wer der etwas aufwendige gestattete Herr da unten ist, das war ich noch vor ein paar Jahren. Ist schon ein bisschen älter, das Foto. So, aber in einer Welt, in der die Menschen immer mehr vereinsamen, in der die Entfremdung ein prägendes Merkmal des Lebens ist, in der sich Menschen so fühlen, als seien sie einfach in diese Welt hineingeworfen worden wie ein Hund ohne Knochen, braucht es dringend den Segen der sozialen Vernetzung. Und diesen Segen gibt es eben meines Erachtens in unserer Zeit vor allem durch das Phänomen Social Media. Und im Umgang damit hilft kein Entweder-Oder oder immer nur dagegen sein, sondern eher ein Sowohl als auch. Bei Social Media geht es um Vernetzung von Menschen. Das kann sehr helfen, wenn man zum Beispiel von Vereinsamung bedroht ist, weil man durch irgendwelche Umstände nicht aus der Wohnung herauskommt, man ist vielleicht körperlich ans Bett gefesselt oder hat eine psychische Störung, die es einem unmöglich macht, aus der Wohnung herauszukommen. Und ich bin mit vielen solcher Menschen verbunden, die mir auch immer wieder schreiben, dass sie immer darauf warten, wenn wieder ein positiver Lichtstrahl aus meinem Kanal kommt und sich darüber freuen. Und das ist so ein Highlight an ihrem Tag. Und dafür, und das ist ein echter Segen, den wir der Welt sein können durch Social Media.
Und es hilft dem Einzelnen auch, andererseits in einer immer komplexer werdenden Welt ein gewisses Maß an Übersicht zu bewahren. Social Media an sich sind neutral. Sie sind grundsätzlich weder gut noch schlecht. Sie sind ein Werkzeug. Und deswegen, weil sie ein Werkzeug sind, überrascht es auch nicht, dass sie in den Händen von Menschen mit bösen Absichten für viele negative Verhaltensweisen gebraucht werden können. Für Mobbing, für Hass und Hetze, Rassismus, sexuelle Perversion und finanzielle Betrügereien. Und deswegen ist es natürlich schon auch so, dass in Social Media Klatsch und Mobbing, Pessimismus und Jammer wuchern, wo auch immer man hinguckt. Aber du kannst anders sein. Du kannst hier ein Zeichen setzen und kannst Licht sein in all diesem Jammer. Und ich mache das immer gerne. Ja. Ich kommentiere stundenlang, ja, ewige Kommentare und lasse mich auf Diskussionen ein, weil ich weiß, hier muss Licht in die Dunkelheit gebracht werden und Menschen müssen aufgebaut werden. Ja. Du kannst ein Licht in der Dunkelheit sein, indem du deine Worte benutzt, um andere aufzubauen. Und wenn du schon mit Jesus verbunden bist, dann könntest du doch zum Beispiel beten, bevor du etwas postest, wie der Psalmist im Psalm 19,15: Gott, bitte lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, mein Erlöser. So, ich sage mal, als Social Media Pastor arbeite ich für die größte und älteste Network Marketing Organisation der Welt, nämlich die Kirche von Jesus Christus. Und deren Social Media ist für auf jeden Fall das Gebet und der Gottesdienst. Und diese guten alten Sachen trage ich in die moderne Welt hinein. Deswegen streamen wir heute Abend diese Predigt, damit Menschen davon erreicht werden und sich darüber freuen können und irgendwie aufgebaut sind, ja? Und besser in die neue Woche hineinstarten. Oder so lese ich mit einigen Freunden zusammen im Moment mich durch die ganze Bibel hindurch in einem virtuellen Bibelkreis. Und das ist notwendig, weil wir alle an ganz unterschiedlichen Stellen in Deutschland wohnen und wir könnten uns gar nicht live treffen. Aber in der YouVersion Bible App, da geht das. Und da machen wir das auch. Ich glaube, Gott findet Social Media gut und er ermutigt uns, sie als Geschenk von ihm anzunehmen und zu nutzen. Und ich halte mir dabei immer zwei Bibelstellen vor Augen, die mir so eine Marschroute auf dem Weg sind. 1. Petrus 3, Vers 15, wo es heißt: Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber, sagt Vers 16, mit Sanftmut und Respekt. So sollten wir miteinander umgehen. Und die zweite Stelle ist aus Matthäus 10, Vers 27. Da sagt Jesus: Was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht, redet in allen sozialen Netzwerken. Und was ihr ins Ohr geflüstert hört, das ruft aus von den Dächern, ruft es laut mit jedem Livestream aus. Allerdings gilt hier wie überall sonst auch, wenn du nicht irgendetwas real erlebst, auch so körperlich, leibhaftig, ja, dann kannst du nichts Tolles in den Social Media posten. Ja. Das muss immer eine Balance zwischen diesen beiden Dingen bestehen. Ja, und deswegen schließe ich heute mit einem Zitat aus dem biblischen Buch des Predigers: Alles hat seine Zeit. Alles, was auf der Erde passiert, läuft nach einem bestimmten Plan und es gibt für alles einen Zeitrahmen. Es gibt eine Zeit zum Heulen und es gibt eine Zeit zum Lachen. Es gibt eine Zeit, wo man den Debris schiebt und eine Zeit, wo man rumhüpft vor Freude. Es gibt eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine sammeln. Es gibt eine Zeit, wo man Leute umarmt und eine Zeit, wo man auf Umarmen überhaupt keinen Bock hat. Es gibt eine Zeit zum Zerstören und eine Zeit zum Reparieren. Es gibt eine Zeit, wo man sich nichts zu sagen hat und eine Zeit, wo man voll viel rumlabert und postet. Dabei hat Gott für alles gesorgt. Es passt so, wie es ist. Aber erst, wenn die Zeit dafür kommt. Er hat uns Menschen eine Sehnsucht gegeben nach etwas, das nie aufhört. Und dass wir uns fragen, dass es, was es damit eigentlich auf sich hat. Aber richtig kapieren kann es ja doch irgendwie keiner. Mir wurde klar, dass es nichts Besseres gibt, als einfach happy zu sein und sein Leben zu genießen, solange man es noch kann. Ich meine, dass ein Mensch genug zu essen im Kühlschrank hat, dass er immer was zu trinken hat, dass es ihm gut geht bei den Sachen, die er unternimmt, das ist doch alles voll das Geschenk von Gott. Dann wurde mir noch was klar,
alles, was Gott macht, hält für immer. Es kann nicht kaputt gehen, es hat kein Verfallsdatum. Man kann auch nichts davon wegdiskutieren oder dazu dichten. Gott hat die Sachen gemacht, damit wir Respekt vor ihm haben. Aus dem dritten Kapitel des Predigerbuchs im Alten Testament in der wunderbaren Übersetzung meines lieben Freundes Martin Dreyer, dem Gründer der Jesus Freaks. Und genauso ist es eben auch mit den Social Media. Gott hat sie uns geschenkt. Und jetzt sagt er zu uns, macht was draus.